Hello. Come on, man. Die Baustelle hier muss ich ein anderes Mal zeigen. Es ist wie mit allem. Du machst es einen Tag lang nicht und dann machst du es am nächsten Tag nicht und dann machst du es 3 Tage nicht und dann sind es 6 Wochen rum und du hast einfach das gar nie gemacht. Und das ist passiert mit dem Vlog. Es sind 6 Wochen rum und ich habe gar nichts gemacht. Es fehlt Routine, es fehlt einfach, dass ich die hohe Kamera in die Hand nehme. Und dann passiert einfach nichts. Abigrot, very nice. Mein Vlog war so ein Jahr lang wirklich so ein Liebhaberobjekt von mir gewesen. Ich habe nicht wirklich ein Ziel verfolgt und habe das einfach so aus Freude an der Sache gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, es war einfach mega viel Aufwand gewesen und es ist eine Routine reingekommen, was ich nicht so cool finde. Ich habe jetzt aber in den letzten Wochen wirklich gemerkt, dass ich einfach viele coole Leute kenne, die coole Projekte machen und ich glaube, ich möchte wieder mehr über so Sachen erzählen. Über spannende Menschen, die spannende Sachen machen und schöne Orte. Und ich möchte aber auch so ein bisschen wieder mein Leben in den Vlog einbringen. Ich habe in den letzten Wochen, wo ich so ein bisschen weg war, auch teilweise alte Vlogs wieder angeschaut. Und ich habe eigentlich das mega schön gefunden, dass ich Sachen zurückgehe und das anschaue. Und das ist wirklich cool. Also, ich habe wieder Lust zum Vlogs machen. Und das ist, glaube ich, so das erste Mal seit Monate, wo ich wirklich finde, ich ziehe es wieder durch. Wenn ihr irgendetwas möchtet wissen oder irgendetwas, wo jetzt gerade so brennt nach all dieser Zeit, dann könnt ihr mir schreiben, dann kommt es im Vlog und sonst bis morgen.